Ich war die ganze Nacht weg. Und zwar bei Dean. Ich habe mit Dean geschlafen. Hol dir die App zu Berlin Tag und Nacht. Streame Folgen, die du im TV verpasst hast. Vieles mehr erwartet dich. Jetzt App downloaden. We are young. Ich dachte, du wärst abgehauen. Hättest du wohl gerne was. Aber mich wirst du nicht mal so schnell los. Bist du? Das ist das Beste, was mir heute passieren kann. Ach so? Nicht vielleicht die Tatsache, dass du von der Polizei entkommen bist? Nee. Aber jetzt im Ernst, Olivia. Ich kann es immer noch nicht fassen, was du getan hast. Also, dass du dich für mich in Gefahr gebracht hast. Ich war so kurz davor, einen Überfall zu starten. Und du hast das halt irgendwie verhindert. Das ist echt krass. Ja. Aber woher wusstest du das eigentlich? Also, woher wusstest du, dass ich Wert dir gesteckt? Tara hat mich alarmiert und daraufhin habe ich Tristan sitzen lassen. Das ist schon witzig. Irgendwie fühlt sich das alles noch gar nicht so real an, oder? Extrem. Ist krass, ne? Ich habe dich vermisst, weißt du. Ich hab dich auch vermisst. Aber wir können ja später darüber reden. Oder? Okay. Ich will gerade nicht mehr nachdenken und mich einfach nur fallen lassen. Ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, alles wird wieder gut. Wow. Einfach nur wow. Ich habe fast vergessen, wie gut Dean eigentlich im Bett ist. Und es fühlt sich um Welten besser an als mit Tristan. Am liebsten würde ich ewig hier so liegen bleiben. Warum starrst du mich so an? Darf ich dich nicht anstarren? Weißt du, es gab nichts. Nichts, was ich so vermisst habe, wie dieses Starren. Und egal, wie gemein du zu mir warst und wie sehr du mich von dir weggetrieben hast, gab es nicht eine Sekunde, in der ich dich nicht geliebt habe. Das weißt du, oder? Ich liebe dich auch. Das habe ich die ganze Zeit. Und es tut mir unendlich leid, wie ich mit dir umgegangen bin. Ja. Aber die Sache mit Tristan, da ging es überhaupt nicht um Gefühle, sondern ich hatte die ganze Zeit nur meine Schulden im Kopf. Ich weiß. Und damals konnte ich halt auch einfach nicht vergessen, dass du mich betrogen hast. Aber das ist jetzt alles vorbei. Ich hätte es mir niemals verzeihen können, wenn dir irgendetwas zugestoßen wäre, Dean. Niemals. Ich hätte einfach viel früher einschreiten müssen. Olivia. Menschen machen Fehler. Und ich bin einfach nur erleichtert, dass uns beiden nichts Schlimmes auf unseren Ehewegen passiert ist. Uns bringt nichts mehr auseinander. Ja. Und eins soll dir klar sein. Ich werde dich für immer und ewig beschützen. Okay? Mann, wer ruft mich denn die ganze Zeit an? Der dreht doch bestimmt richtig durch, seitdem du abgehauen bist. Olivia, du hast doch nicht vor, zurückzurufen, oder? Ich weige denn, dahin zu gehen. Dean, ich muss wenigstens meine Sachen abholen. Das kommt nicht in Frage, das kannst du nicht. Mann, der Typ ist gefährlich, okay? Und ne, wenn du gehst, dann komm ich mit. Du gehst nicht alleine. Dean, nein. Erstens, ich werde alleine gehen, weil mir wird er nichts antun. Okay? Ich muss das mit ihm klären. Und ich werde das alleine mit ihm klären. Ich habe eine Rechnung noch mit ihm offen.
Also, ich gehe hin und komme dann wieder zurück, okay? Ich hole meine Sachen und mache endgültig mit ihm Schluss. Also bitte vertrau mir. Ja? Ich komme dann wieder. Okay. Am Ende des Tages ist Tristan ein Arschloch mit winzigem Ego. Oh Mann. Bei Dean hat er Gewalt eingesetzt, aber bei mir wird er sich das nicht trauen. Er ist ein Weichei, dass sich die Bestätigung von Frauen holt, die er sich kauft. Ich lasse mich definitiv nicht nochmal einschüchtern. Wieso gehst du nicht an dein Handy? Hey, wo warst du? Was soll der Scheiß? Tristan, ich hab Scheiße gebaut. Okay? Ich war die ganze Nacht weg. Und zwar bei Dean. Ich hab mit Dean geschlafen. Und ich hab dich einfach nicht verdient. Ich hab dich betrogen, verstehst du? Den Scheiß soll ich dir glauben, oder was? Tristan, ich hab dich von vorne bis hinten ausgenutzt. Du musst mich einfach gehen lassen. Hör auf zu heulen, du bleibst hier! Ich werde gehen. Ich kann dich gar nicht so verletzen, wie du mich verletzt hast. Aber dein Dean... Weißt du was? Geh doch. Tristan. Mal schauen, du wachst ob die nicht. Noch da ist, wenn du ankommst. Das wachst du nicht. Ach ja. Bist ein kluges Mädchen. Find's doch raus. Du bleibst. Tristan ist völlig durchgeknallt. Wer weiß, was er dir noch alles antun würde. Ich muss ihn unbedingt da raushalten. Ich hoffe, Dean hat meine Nachricht rechtzeitig gelesen und ist auf dem Weg hierher. Wenn Tristan merkt, dass ich mich rausgeschlichen habe, dann rastet er aus. Hey, was ist passiert, hä? Hat er dich angefasst? Nein. Ey, wenn er dich angefasst hat, dann Gnade ihn Gott. Ich kann nicht mit dir mitkommen. Jetzt erstmal noch nicht. Okay? Was redest du da? Er hat dich eingeschüchtert, oder? Nein, mir geht's gut. Er hat mir nichts angetan. Aber es ist einfach komplizierter als gedacht. Wirklich, es ist einfach sicherer für dich, wenn ich jetzt erstmal hier bleibe bei Tristan. Olivia, du weißt, ich kann das nicht zulassen. Dean, es ist sicherer, verstehst du? Du musst mir einfach vertrauen. Ich werde ihn verlassen, aber ich werde ihn büßen lassen. So wie er mit mir umgegangen ist und wie er mich gedemütigt hat. Und ich will dich einfach nur in Sicherheit wiegen, verstehst du? Deswegen musst du mir einfach vertrauen. Olivia, scheiß auf Sicherheit, okay? Ich nimm's persönlich mit ihm auf. Ich habe keine Angst vor ihm, okay? Aber ich kann dich unmöglich wieder gehen lassen. Ich kann dich nicht allein mit diesem Schwein lassen, okay? Dean, ich habe das im Griff, okay? Ich muss jetzt auch langsam wieder rein, bevor er merkt, dass ich weg bin. Guck mal, wir sind doch sowieso schon draußen. Dean. Lass uns doch direkt gehen. Komm, wir gehen einfach. Ich kann nicht. Natürlich kannst du. Das ist nicht so einfach. Nicht einfach. Dann machen wir es einfach. Wir gehen einfach und hauen ab. Nein, ich will ihn fertig machen. Okay, bitte. Du musst jetzt einfach gehen. Vertrau mir, ich krieg das hin. Okay? Ich weiß, wer tippt. Dean hat keine Ahnung, wie gern ich jetzt mit ihm durchgebrannt wäre. Alles in mir schreit einfach, die Beine in die Hand zu nehmen. Aber wenn ich Dean beschützen will, dann muss ich Tristan einfach fertig machen und dafür sorgen, dass er uns in Ruhe lässt. Für immer. Lieber würde ich 1 Million Austern essen, als Tristans dummes Gesicht noch einmal zu sehen. Aber darum geht's nicht. Ich muss Dean schützen, koste es, was es wolle. Und wenn meine Falle zuschnappt, dann ist Tristan geliefert. Das ist ja eine schöne Überraschung. Hi. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, als ich vorhin die Warnliste gehört habe. Ach, das war nur der Lieferant, der mir Champagner gebracht hat. Sehr gut. Ach, Tristan, ich wollte mich noch für mein Verhalten gestern Abend entschuldigen. Ich will, dass du eins weißt. Du bist alles, was ich will gerade. Ich will nur dich. Sehr schön. Und wie bist du zu dieser Einsicht gekommen? Dean kann ja einfach nicht das Wasser reichen. In keinerlei Hinsicht. Weißt du, das alles hier,
Das ist nur der Zuckerguss auf dem Wunderwerk von Mann, der du bist. Sehr schön, dass du es eingesehen hast. Ich muss noch einen kleinen Call machen und dann mache ich uns was Leckeres zu essen und wir machen uns einen wunderschönen Abend. Okay. Alles klar. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Bah, ey, wie mich dieser Typ anwidert. Aber dem wird sein schäbiges Grinsen schon noch vergehen. Danke, dass du so schnell kommen konntest. Also ich finde es auch richtig krass, dass bei Olivia dort abgeht, ganz ehrlich. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum sie so scharf drauf ist, es Tristan heimzuzahlen. Am liebsten würde ich da hingehen und sie da direkt rausholen. Mandine, aber es bringt doch auch nichts, wenn du jetzt auch noch durchdrehst, ganz ehrlich. Mann, guck mal, Olivia hat gesagt, sie hat einen Plan. Und wenn diese Frau einen Plan hat, dann geht diese auch meistens auf, okay? Wir müssen jetzt einfach die Füße stillhalten. Ja, du hast ja recht, Tara. Sie wird sich schon was dabei gedacht haben. Aber sie lag heute Morgen in meinen Armen und ich habe mir geschworen, sie für immer zu beschützen. Und jetzt ist sie bei diesem Typen. Der ist richtig krank im Kopf. Ich habe einfach Angst, dass sie ihn unterschätzt. Verstehst du? Dass sie ihn unterschätzt. Das ist meine Angst. Mann, ich weiß auch nicht, Dean, ganz ehrlich, aber was hast du denn jetzt vor? Was ich vorhabe? Ich fühle mich einfach, ich fühle mich so, als würde ich die Frau, die ich über alles liebe, im Stich lassen, okay? Ja. Und das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich richtig falsch an. Richtig sehr falsch an. Ich geh da jetzt hin. Dean, hör mal jetzt auf, Mann. Wenn du jetzt durchdrehst, ganz ehrlich, dann wird Olivia auch in Gefahr sein. Nicht nur du. Mann, es reißt sich zusammen. Hör mir mal kurz zu, Dean. Wir stehen es jetzt beide durch, okay? Olivia hat einen Plan und der wird auch aufgehen. Komm. Fang dich ein bisschen. Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe einfach nur, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Ich meine, wenn Olivia irgendwas passieren würde, dann würde ich mir das wahrscheinlich nie verzeihen. Die haben da irgendwie was vom gestohlenen Geld erzählt, von irgendwelchen Spannerfotos und ich hab das nicht gemacht, okay? Das ist er. Das ist der Arsch. Ich schnapp ihn in den Weg. Ich liebe Dean und ich werde ihn immer lieben. Ich mach dich kalt! Ich mach dich kalt! Ich will nichts vom Bier. Ja, und ich lass die Hände von ihr, na klar. Ich kann einfach nicht anders. Lass doch mal die Frauen hier. Das ist meine Nichte. Das ist deine Nichte. Chiara, bitte, was machst du hier? Sie ist meine Nichte. Das heißt, ich bin auf Finger weg. Hey. Trink. Na komm. Ein Schluck. Du willst jetzt ernsthaft noch eine Bombe zünden? Anstatt dem Baugelände will der jetzt die Gleise sprengen? Der steht für seine Überzeugung und du siehst es überhaupt nicht ein. Und dann weiß ich einfach nicht, wie das mit uns beiden überhaupt weitergehen soll. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, nach Hause zu gehen.